Der zweimalige Stanley Cup-Sieger Tom Kühnhackl steht mit den New York Islanders kurz vor dem Aus. Die Islanders unterlagen im dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals bei den Carolina Hurricanes 2:5 und liegen in der Best-of-7-Serie 0:3 zurück. Meistgelesene Artikel: Fußball, Champions League: Vidal, der Mann für große Spiele. Fußball, Bundesliga: Kovac über Abschied für Robbery. Fußball, Frauen: nun keine WM, Norwegens Star bleibt der Hart. Fußball, Champions League: Klopps Versprechen ist in Gefahr. Fußball, Bundesliga: Alarm schnürt Deal mit Aldi. Kühnhackl gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Josh Bailey. Am Freitag Ortszeit kann Carolina in eigener Halle den Einzug ins Finale der Eastern Conference perfekt machen. Der ZN gratis testen und Sporthighlights live. Und das ist auch so, wenn das andere Team mit dem Rücken zur Wand steht, sagte Justin Williams, der das zwischenzeitliche 3:2 für die Hurricanes erzielte. Stars gleichen gegen St. Louis aus. Deutlich enger geht es im Duell zwischen den Dallas Stars und den St. Louis Blues in der Western Conference zu. Die Texaner gewannen ihr Heimspiel gegen die Blues 4:2 und glichen in der Serie zum 2:2 aus. Spiel Nummer 5 findet am Freitag Ortszeit in Missouri statt. Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen, hier geht's zum Shop, Anzeige Let's Block Ads. Why?